Man könnte meinen, nach 5 Kindern hätte man sich an den Moment gewöhnt, wenn die Wehen einsetzen. Aber um ehrlich zu sein, man gewöhnt sich nicht dran. Ganz und gar nicht. Und ja, ihr habt richtig geraten. Es ist soweit. Das Baby ist unterwegs. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 36. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war ja sehr, sehr wild. Da haben wir die Halloween-Party mit unseren Teenagern gefeiert. Und da ist so einiges passiert. Erstmal hat Violet wild gefühlt mit allen weiblichen Personen auf dieser Party geflirtet und hatte dann ihren ersten Kuss mit Sarah und nicht mit Janet, also nicht mit ihrer Fast-Freundin, sondern mit ihrer besten Freundin. Keine Ahnung, wie diese Storyline weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt, was in diesem Part passieren wird. Außerdem sind Daisy und Sydney sich näher gekommen. Und zwar so richtig näher gekommen. Im Viehstall. Aber zum Glück haben sie verhütet. Das bedeutet, es sollte definitiv kein Baby auf dem Weg sein. Aber das werden wir in diesem Part natürlich auch nochmal überprüfen. Und falls dir mein Let's Play gefällt, vergiss nicht, mich zu abonnieren, meine Videos zu liken und auch zu kommentieren. Und schau auch sehr gern auf Twitch vorbei. Da streame ich meistens 2-mal die Woche und es gibt sehr, sehr oft Sims. Aber gut, jetzt starten wir in den Part hinein. Und hier sind wir wieder und gerade kommt die Benachrichtigung, willkommen zurück. Familie Potter bleibt noch 6 Stunden Urlaubszeit übrig. Buche weitere Urlaubstage, um den Aufenthalt zu verlängern. Also weitere Urlaubstage werde ich jetzt definitiv nicht buchen. Das bedeutet, irgendwer muss hier ganz dringend aufräumen und ich schätze, es wird Ivy sein und ich werde natürlich dabei helfen. Denn Daisy geht es wirklich nicht gut. Sydney hatte gerade Geburtstag. Sydney ist jetzt ein junger Erwachsener. Und am Donnerstag werden die Drillinge auch schon zu jungen Erwachsenen. Also wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit, um die Storys weiterzuerzählen. Daisys Story ist ja im Endeffekt klar. Sie wird Sydney heiraten und die beiden werden dann gemeinsam ausziehen. Ivy wird auf jeden Fall noch länger hier wohnen, weil das, was wir für Day geplant haben, ist ja ein bisschen größer. Und Violet muss ganz dringend an ihren musikalischen Fähigkeiten arbeiten, damit wir auch ihre Story abschließen können. Aber ich glaube, das ist gut, dann haben wir die ersten 3 Kinder ja schon mal aus dem Haus und haben Platz für weitere. Warum kann sie dann einen Schwangerschaftstest machen? Oh Gott, bitte Daisy, sei nicht schwanger. Hey, eine Teenager-Schwangerschaft habe ich für dich jetzt gar nicht geplant. Hör auf, deine Hände zu waschen und mach den Schwangerschaftstest. Oh Gott, oh Gott. Das kommt übrigens mit dem Realistic Childbirth Mod, dass das so realistisch aussieht. Können wir bitte das Ergebnis haben? Daisy ist nicht schwanger, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Sehr, sehr gut. Sydney, du kannst jetzt aber nach Hause gehen. Wir werden zuerst mal mit ihm über Ängste reden und dann möchte ich mich von ihm verabschieden. Irgendwie kann ich mich nicht von ihm verabschieden. Ich schicke ihn einfach mit dem Command Center Mod nach Hause, denn wenn Emma heimkommt, sollte er wirklich nicht mehr da sein. Gut. Daisy, dann gehst du ins Bett. Violet ist ohnehin schon am Schlafen. Wie sollte es anders sein? Ivy, du musst leider aufstehen. Reparier doch mal hier die Stereoanlage. Und ich helfe dir in der Zwischenzeit beim Aufräumen. Das ganze Essen ist leider verdorben. Wirklich schade drum. Dann kannst du hier die Schüssel leeren. Und ich werde dann auch die Halloween-Dekoration verkaufen. Die war ja zum Glück nicht sonderlich teuer. Das ist nicht so schlimm. Das Saftfass kommt natürlich in Violets Zimmer. Wie sollte es anders sein? Damit sie sich wieder jeden Tag betrinken kann. Dieses Kind kennt wirklich keine Grenzen. Ich hoffe, das wird dann besser, wenn sie eine junge Erwachsene ist. Ich bin echt schon so gespannt, wie sich die Storys von ihnen dann entwickeln, wenn sie nicht mehr im Haushalt sind. So, da bin ich echt schon sehr, sehr gespannt. Perfekt, dann sieht alles eigentlich schon aus wie vorher. Dann kannst du dich danach noch um den Garten kümmern. Hier mal alles gießen, gegen Käfer einsprühen und dann alles ernten. Daisy, was tust du denn? Du gehst jetzt nicht kochen. Was ist mit meinen Sims? Warum wollen sie schon wieder alle Dinge machen, die ich nicht von ihnen will? Hier ist zufällig ein Hase bei uns im Garten. Mit dem wird Ivy jetzt einmal sprechen. Sie werden über Hüpftechniken reden. Denn wir müssen ja auch das Bestreben langsam abschließen.
Und wir müssen mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel 5-mal Kontakte knüpfen. Und das schließen wir dann jetzt hier gleich am besten ab. Sehr gut, Meilenstein erreicht. Dann sind wir hier jetzt auch schon einen Schritt weiter. Was müssen wir hier machen? Freundschaft mit einem Huhn, einer Kuh oder einem Lama schließen. Ein Wildhasenhaus oder Schwarm Wildvögel auf deinem Heimatgrundstück platzieren und drei Pflanzen oder Riesenfeldfrüchte düngen. Na, das ist absolut kein Problem. Wir beginnen mal damit, dass wir einen Vogelschwarm platzieren. Ich habe mal wieder nach den Packs gefiltert, weil ich keine Ahnung habe, wie das heißt. Oder gibt's ja voll süße Sachen. Heuballen, dann so einen Pilz. Kreuzstichset, das müssen wir auch unbedingt mal machen. Warum können wir das nicht platzieren? Oh, wir müssen uns vorher mit einem dieser Tiere anfreunden. Ja gut, Ivy, tut mir sehr leid, dann musst du dich jetzt mit diesem Hasen anfreunden. Geben wir dir erstmal einen Namen. Blümchen. Dieser Hase heißt jetzt Blümchen. Falls jemand von euch eine bessere Idee hat, schreibt mir es natürlich wieder sehr, sehr gern in die Kommentare. Wir reden mal mit ihm über Flauschigkeit. Dann werden wir ihn bewundern. Dann werden wir Geschenkpräferenzen in Erfahrung bringen. Ich bin gruselig. Mein Gesicht sieht schrecklich aus, so kann ich nirgendwo hingehen. Du siehst ganz normal aus, stell dich nicht so an, versuch es mit ein bisschen Schminke. Wir sagen natürlich, du siehst ganz normal aus, stell dich nicht so an. Oh, das bedeutet, Emma ist wieder da. Alles klar, wie geht's dir? Oh, wer ist verstorben? Trauern, weil guten Freund verloren hat? Es ist schwer, wenn jemand von uns geht. Emma kann Trost finden, indem sie am Grabstein oder der Urne des verschiedenen Sims trauert. Bitte sag nicht, Haru oder Scarlett sind gestorben. Puh, die beiden leben noch. Aber wer ist denn dann gestorben? Das Rätsel ist gelöst. Der Mann ohne Namen ist verstorben. Und ich weiß noch immer nicht, woher sie ihn so gut kannte. Aber jetzt, ja, ist er leider nicht mehr da. Okay. Gut, das klingt jetzt ziemlich herzlos. Natürlich tut es mir leid, dass er verstorben ist. Aber ich weiß ja nicht mal, woher sie ihn kannte. Emma, füll mal den Napf von Coco auf und dann kannst du ein paar Sachen einmachen. Die anderen sind jetzt auch beschäftigt. Dann kümmern wir uns jetzt wieder um Ivy. Wissen wir, was der Hase mag? Geschenk von Blümchen annehmen. Was? Blümchen möchte uns was schenken? Oh, wie süß ist das? Ivy hat das Geschenk geöffnet, das Day von dem Hasen erhalten hat. Day hat Folgendes erhalten: eine beige Lama-Wolle. Oh, wie cool. Ich weiß nicht, was wir jetzt damit machen können. Okay, wir könnten ein Kreuzstichprojekt machen oder wahrscheinlich auch irgendetwas stricken. Machen wir beides nicht, aber egal. Erstmal haben, oder? Sprechen wir weiter mit dem Hasen. Er muss unser Freund werden. Launisch. Schließe auf alle Sims verteilt 100 Launen ab. Okay. Cool. Diese Errungenschaften verwirren mich immer sehr. Was können wir schenken? Der Hase mag gern ein Getränk. Dann können wir ganz schnell mal Betsy herbeirufen und sie melken. Und das könnten wir dann Blümchen schenken. Und dann kann sein, dass er uns mag. Blümchen, du verschwindest jetzt aber nicht, oder? Du bleibst noch ein bisschen da? Oh, Betsy geht es auch nicht so gut. Fütter sie mal und melk sie mal und dann müssen wir leider wieder mit Blümchen sprechen. Aber Betsy, wir kümmern uns gleich um dich, versprochen. Wir haben dich nicht vergessen. Sehr gut, wir haben Milch erhalten und können wir das jetzt dir schenken? Perfekt. Blümchen wird uns lieben. Ganz, ganz schnell. Und jetzt haben wir auch mit Betsy Freundschaft geschlossen. Das heißt, das haben wir auch abgeschlossen. Vielleicht muss Ivy doch nicht länger bei uns leben. Ivy hat sich mit einem Hasen angefreundet und kann jetzt ein Wildhasenhaus kaufen. Du findest es im Baummodus unter Außenaktivitäten. Dann haben wir das auch bald erledigt. Übrigens, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, wie es mit Rose und Jared weitergehen soll. Für die beiden habe ich noch gar keine Idee. Und da brauchen wir ja auch eine Challenge, die wir abschließen. Und je schneller wir die Challenge wissen, desto schneller kann ich mich darum kümmern. Hier, Wildhasenhaus. Ich stelle es einfach dahin. Ich hoffe, Blümchen wohnt jetzt da. Versuchen, Hasen rauszulocken. Wildhasenhaus einen Namen geben. Okay. Ich glaube, Blümchen lebt leider nicht da. Emma wird angerufen. Kurze Frage. Aiden Bloom und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Haru, du bist Emmas Vater. Und du bist noch mit Emmas Mutter zusammen. Deshalb würde ich sagen, es tut mir weh, das zu sagen, aber lass es. Wenn wir schon dabei sind, hätte ich gesagt, wir kümmern uns weiter um Ivy. Was ist das dritte? Drei Pflanzen oder Riesenfeldfrüchte düngen. Ja, das soll auch kein Problem sein. Düngen. Dann düngen wir das mit einem Müllhaufen. Warum nicht? Dann einmal mit Basilikum und auch das mit Basilikum. Und dann haben wir tatsächlich schon wieder eine Stufe vom Bestreben abgeschlossen.
Das geht so schnell. Emma ist noch immer dabei und macht Sachen ein. Und ich glaube, unser Coco hat Hunger. Violet, mach du dich einmal in deinem Leben nützlich. Wie wär's? Füll hier mal den Napf auf und dann kannst du hier den Müll wegwerfen. Und Ivy hat schon wieder eine Stufe vom Bestreben abgeschlossen. 3 Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögel geben. 5-mal Tierleckerchen zubereiten. Eine Riesenfeldfrucht perfekter Qualität ernten. Und 5 Objekte im Bramblewood sammeln. Oh no, was ist denn eine Riesenfeldfrucht? Kaufe am Gartenbeet, Computer oder Grünzeugstand auf dem Markt von Finchwick Riesenfeldfruchtsamen. Kümmere dich um deine Riesenfeldfrüchte, indem du sie düngst und pflegst. Dadurch wird die Qualität während der Wachstumsphase verbessert. Dann schauen wir am besten später mit Ivy noch zum Markt und können das dann gleich kaufen. Und vielleicht können wir dann auch in Bramblewood vorbeischauen und ein paar Objekte sammeln. Ich glaube, das passt ganz gut. Und was brauchen wir für die Tierleckerchen? Das wäre auch sehr, sehr spannend zu wissen. Ah, da haben wir eigentlich alles. Na gut, dann bereite in der Zwischenzeit einfach mal ein Freundschaftsleckerchen zu. Irgendwie würde ich sehr, sehr gern diese Küche endlich umbauen. Also ich kann sie nicht mehr ansehen. Sie sieht so unglaublich schrecklich aus. Und ich glaube, sobald Ivy dann vom Markt wieder da ist, können wir das dann auch mal endlich machen. Violet, kannst du nicht mal den Müll wegwerfen? Was ist denn mit dir? Okay, weißt du was? Dann fütter einfach Coco, geh auf die Toilette und geh Klavier spielen. Mehr kannst du gerade nicht. Oh, und hier wünscht sie sich etwas mit Janet. Schwarm um ein Date bitten. Der Zeitpunkt ist gekommen. Violet ist bereit, ihren Schwarm um ein Date zu bitten. Okay, das finde ich spannend. Ich werde das mal anpinnen. Denn bis vor kurzem hatte sie hier auch noch die Stimmung, dass sie sich über ihren ersten Kuss freut. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, der erste Kuss war nicht mit Janet. Der war mit Sarah. Das ist Sarah, ihre beste Freundin, die sie attraktiv findet und sie haben eine tiefe Verbundenheit. Aber jetzt möchte sie ein Date mit Janet. Und eigentlich ist es zwischen den beiden gar nicht so gut. Zur Erinnerung, Violet hat vor Janet mit Sarah geflirtet, ist deshalb auch die Stimme scheidende Liebe. Ja, Janet hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ist das eine unbedeutende Sache oder verliert dieser Sim das Interesse? Also, Liebe ihres Lebens ist vielleicht ein bisschen überzogen. Aber ja, wir haben ja im letzten Part schon vermutet, dass es sie vielleicht doch stört und anscheinend stört es sie wirklich. Und dann sind die beiden auch noch verärgert, weil sie einander nicht zum Abschlussball eingeladen haben. Also, ich lasse das in diesem Part jetzt einfach mal so stehen, aber schreibt mir gern in die Kommentare, wie ich da weiter vorgehen soll. Hey, da ist doch schon wieder ein Fuchs bei unseren Hühnern, Coco. Verscheuchst du den Fuchs? Coco legt sich mit dem Fuchs an. Nicht sonderlich erfolgreich. Ivy, leider musst du das machen. Verjag mal den Fuchs. Hast du denn schon ein Freundschaftsleckerchen gemacht? Nein, der Kühlschrank ist kaputt. Mobbingzeuge. Ein paar Kinder waren in der Schule gemein zu einem meiner Freunde. Ich wollte helfen, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Was denkst du, hätte ich tun sollen? Schreite ein und verteidige deinen Freund. Halte dich raus und tröste deinen Freund anschließend. Ich glaube, das ist eindeutig. Emma sagt natürlich, schreite ein und verteidige deinen Freund. Und jetzt steigt die Konfliktlösung, aber Manieren sinken. Ja, ich finde, das mit den Charakterwerten ist jetzt nicht unbedingt ganz so gut durchdacht. Weil wenn er seinen Freund verteidigt, der gemobbt wird, warum sinken dann seine Manieren? Dann ist der Kühlschrank schon wieder kaputt. Das läuft ja alles wie geschmiert. Ich hätte gesagt, wir machen uns dann auch schon gleich mal auf den Weg zum Markt. Wir nehmen mit den Fleischersatz, die Milch. Dann kann Ivy noch das alles mitnehmen, was Emma zubereitet hat. Dann geht Ivy jetzt nochmal auf die Toilette, kann irgendwas aus ihrem Inventar essen, isst einfach eine Birne und dann werden wir uns auf den Weg zum Markt machen. Und wie immer reisen wir zum Hanford Restaurant und ich hoffe, Kim ist wieder beim Marktstand. Also im letzten Part war sie ja da. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, dass der Bug nicht wiederkommt. Aber ja, das weiß man bei Bugs in Sims ja nie so genau. Und hier sind wir. Perfekt. Wer bist denn du? Wieso ist Maya Mertens die Ortsbürgermeisterin? Was ist denn mit Lavina? Ich meine, Lavina lebt noch, aber irgendwie ist sie nicht mehr Bürgermeisterin. Ja, kann passieren. Und hier ist Kim. Oh, ich liebe Kim. Schön, dass du da bist. Dann werden wir wie immer mit dir handeln, dann Objekte verkaufen und dann Ware kaufen. Ich glaube zwar, die Samen gibt es nicht an diesem Stand, aber wir können ja mal probieren. Okay, wir bekommen keinen Rabatt. Heute mag sie uns anscheinend nicht.
Wir verkaufen Basilikum, die Lamawolle, Birnen, Blaubeermarmelade, Brombeermarmelade, eingemachte Pilze, Milch, Fleischersatz, Freundschaftsleckerchen, Salbei, Schokoladensirup, Tomatensauce und insgesamt bekommen wir dann 1300 Simoleons. Ist okay. Ist jetzt nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber ich glaube, für eine neue Küche geht sich das aus. Hast du denn die Samen, die ich suche? Nein. Schade. Aber dann gehen wir eben hier rüber zu unserer lieben Agathe. Ja, Agatha. Und dann werden wir hier jetzt Ware kaufen. Mit ihr können wir nicht handeln. Ach, weil sie jetzt zu beschämt ist, weil sie gerade gehandelt hat und keine Rabatte bekommen hat. Arme Ivy, tut mir leid. Kürbissamen? Ist Kürbissamen das Richtige? Ich meine, Kürbisse können ja Riesenpflanzen werden und Wassermelonen auch. Kaufen wir einfach mal Wassermelonen und Kürbisse. Eins von beiden muss das Richtige sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es falsch war. Aber ich glaube, das sollte so passen. Und dann werden wir jetzt noch nach Bramblewood reisen und ein paar Objekte sammeln. Bramblewood ist die Gegend hier oben. Das heißt, wir reisen mal wieder in den Nationalpark. Da waren wir ja schon ewig nicht mehr. Also am Beginn vom Let's Play waren wir ja da mit Emma ständig und haben Sachen gesammelt und herumgegraben und Leute kennengelernt. Aber seit wir so viele Kinder haben, waren wir da wirklich schon lange nicht mehr. Und hier sind wir. Jetzt müssen wir nur noch Dinge finden, die wir sammeln könnten. Ich pflück mal hier die seltsamen Pilze. Ich habe keine Ahnung, ob das zählt. Es wäre sehr cool, aber ich weiß es nicht. Ja, es zählt. Perfekt. Dann pflück auch noch diese seltsamen Pilze. Und die sind auch super, weil die können wir dann einmachen. Und ich glaube, die sind echt viel wert. Dann haben wir hier auch noch zwei seltsame Pilze. Und mehr müssen wir dann tatsächlich auch nicht sammeln. Aber wenn wir schon hier sind, schaue ich trotzdem mal, was es hier sonst noch so gibt. Hier haben wir auch noch Pilze. Hier haben wir die Schokobeere, die aber gerade leider nicht blüht. Das erinnert mich gerade einfach so arg an die ersten Let's Play-Folgen. Ich weiß, es ist noch nicht so lange her, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Dann soll Ivy da jetzt in Ruhe alles fertig sammeln. Das haben wir abgeschlossen. Zu Hause können wir dann gleich die beiden Riesenfeldfrüchte ansetzen. Und dann kann Ivy auch schlafen gehen. Denn Day ist wirklich, wirklich müde. Und ich möchte Ivy ja nicht überanstrengen. Also gehen wir jetzt wieder nach Hause. Und hier sind wir. Ich musste jetzt ein paar Sachen umsetzen, damit wir Platz haben. Die Kartoffelpflanze kommt einfach hier hinten hin und der Paprikastrauch, den geben wir einfach da dazu. Denn so eine Riesenfeldfrucht braucht normalerweise das ganze Beet. Riesenfeldfrucht pflanzen, dann pflanzen wir hier die Wassermelone und hier pflanzen wir einen Kürbis. Und wir müssen uns darum auch wirklich kümmern, denn es muss perfekte Qualität sein. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Und dann gibt es tatsächlich auch nur mehr eine Stufe vom Bestreben. Maximale Beziehung mit einer Kuh, einem Huhn oder einem Lama erreichen, 3 Geschenke von Hasen oder Vögeln erhalten, einen Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick in Henford-on-Bagley gewinnen. Okay, das letzte könnte eine Herausforderung sein, alles andere schaffen wir locker. Das wird easy, ich sag's euch. Okay, was geht hier ab? Oh wow. Ja, da geht's irgendwie wild zu. Jared, könntest du das wegwerfen und... Daisy, könntest du hier die Sachen aufwischen? Ich möchte nämlich gleich die neue Küche platzieren und da muss das zuerst alles sauber sein. Und jetzt bekommt die Familie Potter endlich eine neue Küche. Das mache ich natürlich wieder im Schnelldurchlauf. Wir sehen uns gleich wieder.
und ich bin fertig. Das ist unsere Küche und ich liebe sie. Also ich habe die ganzen Inhalte vom Landhausleben genommen, aber ich finde, es sieht trotzdem sehr modern aus. Und deshalb finde ich, dass es sehr gut zu der Familie passt. Ich habe auch hier, glaube ich, zum ersten Mal eine Küche in Rot gemacht. Und ich freue mich so für die Familie Potter, dass sie endlich eine schöne Küche haben. Mit hochwertigen Geräten, die nicht gleich kaputt gehen. Und das werden wir jetzt gleich mal einweihen, indem Emma noch ein paar Sachen einmacht. Mach doch nochmal Apfelmarmelade. Die Küche ist so schön. Schreibt mir doch sehr gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, wenn ihr sie nicht schön findet, könnt ihr natürlich auch sehr gerne schreiben, dass ihr sie nicht schön findet. Ich werde es überleben. Wen haben eingesetzt? Emma platzt vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Ich habe irgendwie schon voll vergessen, dass Emma schwanger ist. Wie konnte ich vergessen, dass Emma schwanger ist? Wie habe ich ihren Bauch übersehen? Ich habe keine Ahnung. Aber Emma, wir werden jetzt ins Krankenhaus reisen. Und natürlich, kommen wir mit. Nehmen wir jemanden mit? Nein, ich glaube, diesmal fahren wir allein. Falls euch übrigens wundert, wieso die Schwangerschaft so lange gedauert hat, ich habe sie beim MC Command Center Mod ein paar Tage länger eingestellt und ich hatte sie jetzt auch pausiert. Also während dem Urlaub habe ich die Schwangerschaft pausiert. Das geht auch über den MC Command Center Mod. Einfach, damit sie das Baby nicht bekommt, während ich nicht mit der Familie spiele und dann hat es irgendeinen ganz schrecklichen Namen, den ich nicht haben möchte. Aber jetzt bekommen wir unser Baby. Herzlich willkommen in der Klinik. Oh, hier ist Winter. Es schneit. Es ist kalt. Emma, geh mal ganz schnell ins Krankenhaus. Ganz, ganz schnell. Sie fühlt sich jetzt auch sehr unwohl und ihre Fruchtblase ist geplatzt. Gut, wie sieht's aus? Ja, du bist derzeit 1 Zentimeter geweitet. Habe ich mir tatsächlich auch nicht anders gedacht. Aber dann kann sie hier ja schon mal beginnen. Hier machen wir ein paar Übungen. Wie ihr mittlerweile sicher schon wisst, dank diesem Mod dauern die Geburten immer ein bisschen. Das heißt, wir werden das Baby jetzt nicht in diesem Part zur Welt bringen. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann ich den nächsten Part aufnehme, also ihr könnt mir gerne noch unter diesem Video Namensvorschläge dalassen. Ob ich die zum richtigen Zeitpunkt dann noch sehe oder nicht, kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen, aber sonst kann ich sie mir ja schon mal fürs nächste Baby notieren, denn wir werden ja noch einige bekommen. An dieser Stelle freue ich mich dann wie immer über jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!